Herr Bender, knapper Sieg heute, aber die zweite Halbzeit, da hat man sich den Sieg doch, denke ich mal, verdient. Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch Glück gehabt, wenn wir noch 5 bis 10 Minuten, wo mein Innenverteidiger-Kollege das sehr gut rettet, die Aktion, kann das Spiel natürlich auch ganz anders laufen. Aber wenn wir die 90 Minuten in Summe betrachten, hat meine Mannschaft einfach viel mehr ins Spiel investiert, hat außer 3, 4 Standardsituationen nichts zugelassen. Wir haben sehr gut verteidigt, wir haben Pablo gut im Griff gehabt. Wir haben dann einfach auch mehr Willen an den Tag gelegt, heute endlich mal das Spiel zu gewinnen. Der Torschütze, der Max, hat gemeint, dass Sie ein bisschen für das Tor mitverantwortlich sind. Können Sie sagen, wie genau? Ja, ich habe Max zur Halbzeit gebracht und habe ihm gesagt, dass er der entscheidende Mann werden wird, weil wir einfach über die Außenbahn zu wenig Druck gehabt haben in der ersten Halbzeit. Ich wollte ihm von einfach mehr 1-gegen-1 Situationen auf der Außenbahn, hier die Kette kommen, Abschlussaktionen über den Außenverteidiger des Gegners kreieren. Und das haben wir dann auch gut umgesetzt, haben viele Aktionen gehabt über die rechte, linke Seite zweiter Halbzeit und haben dann auch wirklich mit Wille und Mut das Tor erzwungen. Wie wichtig war der Sieg heute? Ja, wir wollen immer gewinnen. Wir gehen jedes Spiel rein, wollen unser Bestes abrufen. Ich habe der Mannschaft diese Woche gesagt, seit ich Trainer bin, haben wir jetzt 4-mal gegen Sölling gespielt. So, heute das 4. Spiel und wir haben noch nie gewonnen. Es wird an der Zeit und ich will einfach, dass wir heute den Mut an den Tag legen, die Überzeugung an den Tag legen, wirklich mit einem Sieg heimzufahren. Ich wollte endlich mal einen ehemaligen Trainer Uwe Schumacher schlagen. Ich wollte auch endlich mal ein Derby gewinnen. Und jetzt an einem Freitagabend, Flutlicht, freies Wochenende. Ja, das ist jetzt natürlich Glücksgefühle pur und somit können wir gut in die Woche starten. Was haben Sie sich noch vorgenommen für den Rest der Saison und wie wird das nächste Spiel gegen Mutschelbach 2? Ja, wir gehen jedes Spiel rein, wollen unser Maximum abrufen. Wir wollen den Jungs was mitgeben, sie sollen lernen. Wir geben ihnen Aufgaben, die möchte ich dann auch umgesetzt haben. Daher, wie gesagt, wir gehen jedes Spiel und wollen es gewinnen. Es ist egal, ob das Mutschelbach ist, ob das vor 2 Wochen in Burbach war oder ob das die Tabellenletzte ist. Ist egal, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und diesen Anspruch, dieses Selbstbewusstsein muss die Mannschaft an den Tag legen. Und Mutschelbach 2 ist natürlich der haushohe Favorit der Liga. Die müssen aufsteigen. Das ist ja eigenes Anspruchsdenken. Und wir wollen sie ärgern, wir wollen dagegenhalten, wollen ihnen auch vielleicht im Hinblick aufs Pokalfinale, was wir gegen Mutschelbach 2 ja wieder haben, ihnen vielleicht nochmal schon mal zeigen, wir sind da, wir bereiten uns auf sie vor und dass wir nicht da der Gegner sind, den sie im Vorbeigehen schlagen können. Herr Bender, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank, euch auch alles Gute.